Wir bleiben in Rheinland-Pfalz und blicken nach Ludwigshafen. Über die Bildung an den dortigen Grundschulen ist ja in den vergangenen Wochen eher selten positiv gesprochen worden. Insbesondere die Gräfenau-Schule im Hemshof kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen. Voraussichtlich 40 Kinder sollen dort die erste Klasse nach diesem Schuljahr wiederholen müssen. Gründe sollen vor allem fehlende Deutschkenntnisse sein. Hilfe soll jetzt von Landesebene kommen, denn die Stadt Ludwigshafen hat sich für das rheinland-pfälzische Bildungsprojekt FAMOS beworben. Dadurch sollen Familien-Grundschulzentren entstehen, wie sie beispielsweise schon in Nordrhein-Westfalen Anwendung finden. In Ludwigshafen sollen neben der Gräfenau-Schule noch zwei weitere Bildungseinrichtungen von dem neuen Projekt profitieren. Was genau hinter FAMOS steckt und wie damit den Schulen geholfen werden soll, mein Kollege Bastian Haug hat genau diese Fragen der Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, gestellt. Frau Hubig, was genau steckt hinter dem Bildungsprojekt FAMOS und wie kann das auch helfen? Ja, guten Tag, Herr Haug. Ich erkläre das gerne. FAMOS bedeutet, das sind Familien-Grundschulzentren. Das ist die Abkürzung sozusagen für Familien-Grundschulzentren als Orte multiprofessioneller Zusammenarbeit. Wir wollen das in drei Städten in Rheinland-Pfalz machen, in Wittlich, in Koblenz und voraussichtlich in Ludwigshafen. Und es geht uns darum, dass die Grundschulen in, ich sag mal, sozial herausfordernder Lage sich stärker in den Sozialraum öffnen, dass die Eltern stärker in die Schulen kommen, dass es dort zum Beispiel Beratungskurse gibt für die Eltern und umgekehrt aber auch die Schule stärker in den Sozialraum strömt, damit wir beides gut miteinander vernetzen, weil die Schulen ja mittlerweile keine reinen Lernorte sind, sondern sie sind Lebensorte geworden. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem Bildungsprojekt schon gemacht oder auch gehört? Soweit ich weiß, wird es ja schon in NRW getestet und auch vollzogen. Genau, in Nordrhein-Westfalen hat Familien-Grundschulzentren auch zusammen mit der Wirbenstiftung gemacht, mit der wir auch zusammenarbeiten. Und ich habe mir selber ein Familien-Grundschulzentrum in Gelsenkirchen angeguckt und war wirklich sehr beeindruckt und positiv überrascht davon, wie gut man es geschafft hat, die Eltern, auf deren Mitarbeit man ja auch angewiesen ist, in die Schulen zu holen. Es gibt dort Nähkurse für Eltern, es gibt auch Kurse Sport, Eltern zusammen mit Kindern. Und auf die Art und Weise bindet man Eltern stärker an die Schule. Es ist für die Lehrerinnen und Lehrer leichter, auch mal zwischen Tür und Angel was zu besprechen. Und man schafft es vor allen Dingen, dass die Kinder regelmäßig in die Schule kommen. Sie haben es ja schon gesagt, Ludwigshafen könnte sein, dass das Projekt dort stattfindet. Die Stadt hat sich selbst beworben. Wie geht es denn jetzt weiter? Wann gibt es denn da eine endgültige Entscheidung? Die endgültige Entscheidung, die muss die Stadt treffen. Unser Angebot steht. Wir können Ludwigshafen gerne mit aufnehmen und sind da auch in sehr guten Gesprächen mit der Stadt. Aber am Ende müssen das die dortigen Gremien entscheiden, also der Jugendhilfeausschuss. Die müssen quasi das Go geben und dann kann es auch losgehen. Heute wurden auch noch zusätzliche Förderangebote für die Stadt, für das Bildungssystem Ludwigshafen verkündet. Können Sie uns da noch kurz und knapp sagen, wie diese aussehen? Also wir haben letzte Woche ja ein großes Gespräch mit den Ludwigshafnerinnen und Ludwigshafnern geführt, einfach wie die Schullandschaft dort nochmal gut aufgestellt werden kann, wie die Grundschulen dort aufgestellt werden. Und wir haben gemeinsam entschieden, dass wir zusätzliche Förderangebote jetzt in Form von Hausaufgabenunterstützung, auch von Feriensprachkursen zusätzlich mit der Stadt vereinbaren und alles Weitere werden wir dann in weiteren Gesprächen auch noch mal klären. Der Schulträger ist da auch mit uns engagiert und ich denke, es ist gut, wenn alle zusammenarbeiten, die Sozialhilfe genauso wie die Kinder- und Jugendhilfe, wie dann eben auch die Bildungsseite. Frau Hubig, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Gerne, Herr Haug, Ihnen auch.